Von verflixt ist keine Spur. Das siebte Bundesliga-Jahr läuft für die Hoffenheimerin bislang wie aus einem Guss. 11 Siegen stehen jeweils nur ein Unentschieden und eine Niederlage gegenüber. Der Lohn, Tabellenplatz 2, der allerdings alles andere als selbstverständlich für die junge Mannschaft ist. Ja, ein bisschen ganz andere Voraussetzungen wie jetzt Wolfsburg oder Bayern, ja, das ist klar. Unser Ziel war 40 Punkte, haben wir uns vor der Saison gestellt. Das war schon ein hohes Ziel, weil wir bisher nur 33 geschafft haben. Wir haben ja immerhin nur 22 Spiele zur Verfügung. Da sieht es jetzt gut aus, da müssen wir noch 2 Siege einfahren. Am besten gleich gegen den VfL Wolfsburg. Doch zwischen dem und Hoffenheim liegen, trotz tabellarischer Nähe, Welten. Das Wolfsrudel ist gespickt mit zahlreichen Nationalspielerinnen. Die TSG hingegen baut auf überwiegend junge, hoffnungsvolle Talente. Der Plan für die Partie ist entsprechend pragmatisch. Bei so Spitzenspielen, das sieht man oft im Herrenbereich, wenn Bayern München mal einen Lauf hat, dass der Gegner überhaupt nicht mehr an den Ball kommt und du nur hinterherlaufst. Und so ist da gegen Wolfsburg uns schon passiert. Das wollen wir natürlich vermeiden und das hoffen wir, dass wir dann selber ab und zu mal da das Tor von Wolfsburg vielleicht in Angriff nehmen können. Die Rollen scheinen also klar verteilt. Und dennoch besitzt die TSG Chancen. Eine ihrer Stärken ist der große Zusammenhalt. Die Symbiose zwischen Trainerteam und Mannschaft, die stimmt halt. Ja, wir haben hier gute Leute am Start. Das bin ja nicht nur jetzt ich als Cheftrainer, wir haben noch einen Gabor Gala ist Trainer. Ja, dann haben wir einen Torwarttrainer, einen Athletiktrainer. Das ist einfach alles eine gute Mischung. Plus mit der Mannschaft passt. Das ist eine fleißige Mannschaft, die sehr ehrgeizig ist. Und somit kommt man natürlich auch dann immer Stück für Stück voran. Das möchte der Frauenfußball auch im Allgemeinen bei den Zuschauerzahlen. Denn die sind meilenweit von denen der Männer entfernt. Klar, gewisse Unterschiede lassen sich nicht von der Hand weisen. Es ist in jeder Sportart so, wenn es um Athletik geht, dann haben natürlich die Männer einen Vorteil. Aber ich glaube, das reine Frauenspiel hat mittlerweile so eine große Dynamik, dass es auch sehr Spaß machen kann. Und das wollen die Hoffenheimerinnen auch morgen Abend wieder unter Beweis stellen. Anpfiff des Spitzenspiels ist um 7:45 Uhr.